Jetzt wird von nun an wird immer shootert, nicht kickt. Shootert wird jetzt im Fradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. Servus miteinander. Jetzt wird wieder shootert im Ländle. In der zweiten Ausgabe von Shooter geht es um die Wintertransfers, weil bis zum 6. Februar ist die Sommer-, also die Winterübertrittszeit voll im Gang. Über 100 Spieler werden den Club verlassen und neue Herausforderungen suchen. Zum Beispiel beim FCH, beim Landesligisten. Da ist einer knapp 10 Jahre im Profigeschäft gewesen, der Matthias Koch. Jetzt ist er beim FCH, jetzt hat er 3 Kreuzbandrisse erlitten. Ja, jetzt ist leider seine aktive Karriere zu Ende. Er muss auf die Betreuerbank, wird Co-Trainer beim FC Hart. Auch weitere Profis haben den Club gewechselt. Akif Cengiz und Samir Garci. Sie haben bei den Lustenauer Clubs, bei der Austria und bei dem FC im Profigeschäft jahrelang gespielt. Jetzt wechseln die ehemaligen Profikicker in den Bregenzer Wald zu Riefensberg. Und in Riefensberg, da ist der Thomas Beckerla Spielertrainer, also auch ein Profi. Riefensberg, Großeinkäufer in der Winterübertrittszeit im Amateurfußball. Tja, und die weiteren Transfers, die spektakulärsten Übertritte, die gibt es natürlich auf www.vol.at. Und ein Fußballtipp fürs Wochenende gibt es auch noch, weil da sind die ganz Kleinen im Einsatz, die unter 9-Jährigen. Internationales Turnier im Wiesenbachsaal in Schlins. Da kommt sogar Bayern München, FC Schalke 04 und der 1. FC Köln in den Walgau mit den Kleinen sich zu messen. Also Wiesenbachsaal, 9. internationales Turnier vom FC Schlins. Das war's, meine Damen und Herren, zweite Ausgabe von Chuta im Ländle. Bis bald, ciao, servus und ein ganz, ganz schönes Wochenende.